Seid gegrüßt, ihr Bürgerinnen und Bürger des Aufstandes gegen Stuttgart 21. Mein Name ist Peter Geis. Ich lebte im Jahre 1514 in Beudelsbach im Remstal, bin Vater von 4 Kindern und habe auf meinen Gütern viele Schulden. Im Remstal nannte man mich den Geispeter. Im April 1514, also genau vor 500 Jahren, lebte ich noch. Wenige Monate später musste ich, wie viele andere, fliehen und Familie, Haus und Hof verlassen. Folgendes hatte sich zugetragen. Seit 1498 saß auf dem württembergischen Thron Herzog Ulrich. So verschwendungssüchtig, arrogant und herrschsüchtig hatte die württembergische Geschichte noch niemanden gesehen. Um seine Kriegszüge und seinen Luxus zu finanzieren, musste das Volk, vor allem wir Bauern und Handwerker, herhalten. Wir im Remstal standen mit den Bruchrheinern, besser bekannt als Bundschuh, in Verbindung. Seit 1503 gab es diese Verbrüderung von uns Bauern mit einem Zweig des Bundschuh aus Unterkrombach. Unter uns Remstälern gab es einen gar lustigen Gesell, der zwischen seinem Taufnamen Konrad und seiner Lebenslage eine komische Wechselbeziehung hatte. Weil Konrad bei ihm verfangen wollte, entstand der Name Armer Konrad. Am Anfang waren wir eine stille Gemeinde, welche sich unter lustigen Schwenken und Possen die Bestrebungen der früheren Bauernverbindungen forterhielten. Unser Fähnlein war auf blauem Grund ein Kruzifix gemalt, vor demselben auf den Knien ein Bauer mit der Umschrift »Der arme Konrad«. Aber dann kam's. Herzog Ulrich führte Anfang 1514 eine weitere Steuererhöhung für Lebensmittel sowie eine Kapitalsteuer ein, indem er die Maße und Gewichte verringerte, die auf dem Markt und in den Geschäften verwendet wurden. Er aber den ursprünglichen Steuersatz einzog. Ich, der Geispeter, machte in einer Versammlung des armen Konrad den Vorschlag, die Gewichte an der Rems einer Wasserprobe zu unterziehen und damit den göttlichen Beistand zu beweisen. Nebenbei, wie mir heute zugetragen wurde, gibt es bei euch auch eine Person, die den göttlichen Beistand für dieses unzeitgemäße, widerlich anbietende Spektakel Stuttgart 21 erwähnt hat. Nun aber weiter zu meinem Vorschlag der Wasserprobe. Am 15. April 1514 zogen wir sogenannten Aufständischen zur Rems und bevor ich die Gewichte in die Rems warf, rief ich: Haben die Bauern recht, so fall zu Boden. Hat aber der Herzog recht, so schwimm empor. Und die Gewichte fielen zu Boden. Noch heute heißt dieser Ort an der Rems die Waage. Somit begann der Aufstand der Remstäler Bauern und Handwerker. Wir forderten nicht nur die Rücknahme der Steuer, sondern unter anderem auch die Überführung von Wald und Wild in Allmende Gemeineigentum. In Brackenheim hielten wir vom armen Konrad eine Versammlung auf dem Marktplatz im Remstaler Geist. Es ist keine bessere Sache nie erdacht worden, als diese, dass die Herren nicht mehr Meister seien. Der Herr ist kein Nutz und der Marstall wird reich. Es muss Gleichheit geben und die reichen Schelme müssen mit den Armen teilen. Nur, der arme Konrad war im Verhältnis zu der bewegten Masse nur eine kleine Zahl. Und während wir vom armen Konrad die völlige Freiheit und allgemeine Gleichheit wollten, waren die meisten schon im Gedanken glücklich, einige Rechte, einen nur etwas freien Zustand wieder zu erlangen. Sie dachten nur an verfassungsmäßigen Widerstand gegen eine verfassungswidrige Regierungswahl
Regierungsgewalt. Stuttgart 21 lässt grüßen. Wir Bauern verlangten nachdrücklich die Beteiligung am Landtag. Letztendlich trat im Juni 1514 in Stuttgart eine Form des Landtags zusammen, aber die Städteabgeordneten kamen mit den Abgeordneten der Dörfler in Streit, trennten ihre Sache von der Sache der Bauern und folgten dem Herzog nach Tübingen. Das Ergebnis war am St. Kilianstag, dem 8. Juli 1514, der Tübinger Vertrag, der Verrat an den Bauern. Der Herzog hatte sich darin bedeutende Beschränkungen gefallen lassen, die er aber nie einhielt und auch nie einhalten wollte. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Masse der aufständischen Bauern, wie auch hier bei euch bei Stuttgart 21, der Masse der Bevölkerung, ich erwähnte es schon, gebrach es an Klarheit, Entschlossenheit und Energie. Und so entstand ein großer Zwiespalt. Am 31. Juli 1514 wurde Waiblingen von Truppen des Herzogs überfallen. Denunzianten aus Waiblingen hatten mit den Bauern verbündete Mitbürger angezeigt. In Schorndorf war das Versammlungshaus des armen Konrad das erste, das dem Erdboden gleichgemacht wurde. Das sind nur zwei von mehreren Verfahrensweisen. Am 2. August ließ Herzog Ulrich die Bauern vor die Bauern Schorndorfs vorladen. 3250 kamen. Sie sollten den Tübinger Vertrag huldigen. Und auf einmal bereuten die Leichtgläubigen ihr Schicksal, der aristokratischen Partei anheimgestellt zu haben. Zum Beispiel der erhöhte Weinzoll, der zu den Quellen der hauptsächlichen Verarmung im Remstal gehörte, wurde nicht zurückgenommen, sogar nicht einmal im Vertrag erwähnt. 1650 Bauern schworen auf den Vertrag, sie erhielten Geldstrafen. 1600 Bauern wurden von den Schergen Ulrichs, mitgenommen, eingesperrt und dann, der Herzog und die Aristokratie wollten Blut sehen, viele von ihnen hingerichtet. Viele Anführer, auch ich, konnte fliehen. Der Aufstand endete mit dieser Niederlage, wie auch der kurz nachfolgende große deutsche Bauernkrieg von 1525. Wie ich, der Geist wieder feststellen konnte, mit Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Denn die Rache der Herrschenden war so grausam, dass es für Jahrhunderte im Remstal und in Württemberg keinen Aufstand mehr gab. Unser Aufstand, der arme Konrad, bleibt bis heute ein politisches Lehrstück. Über die Arroganz und Hinterhältigkeit der Herrschenden, über gebrochene Verträge, nicht eingehaltene Zusagen und den Verrat der städtischen Ehrbarkeit an den Bürgern. Nun, aber nach fast 500 Jahren ist dem historischen Aufstand armer Konrad ein würdiger Nachfolger erwachsen. Die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21. Meine Mitstreiter und ich, der Geistbäder, verneigen sich voller Stolz und Ehrfurcht vor euch. Vom 10. Mai bis 28. September wird nun im Remstal das 500-Jahre-Jubiläum des armen Konrad gefeiert. Bei den offiziellen Feierlichkeiten feiern aber nur beamtete Freiheitskämpfer diesen frühen Bauernaufstand. Deshalb werden wir, die heutigen Aufmüpfigen und Widerstandler aus dem Remstal, dieses Jubiläum auf unsere Art begehen. Und zwar bevor die, wie gesagt, beamteten Freiheitskämpfer am 10. Mai anfangen. Unter dem Motto, der Gerechtigkeit einen Beistand tun, rufen nun die aufmüpfigen Widerständler des 21. Jahrhunderts aus dem Remstal zu einem Aufzug am Donnerstag, den 1. Mai auf. Er beginnt um 11 Uhr am Bahnhof Weinstein-Endersbach und endet mit der Wasserprobe an der Rems. Wir vom armen Konrad und die Bürgerinnen von heute dürfen gespannt sein, wie die Wasserprobe auch nach 500 Jahren ausgehen wird.
Entschuldigung, wenn ihr dieser ersten Wasserprobe nach 500 Jahren beiwohnen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ihr solltet aber möglichst in nicht unbedingt historischen, aber Kostümen, zum Beispiel Taglöhner, Bauern und so weiter erscheinen. Kommt zahlreich. Donnerstag, 1. Mai, Weinstadt Indersbach, 11 Uhr. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.